Der Volkswagen Carmangia wurde zwischen 1955 und 1974 fast unverändert mit rund 440.000 Exemplaren gebaut. Kaum ein anderes Fahrzeug kann auf einen solchen Erfolg verweisen. Wilhelm Carman hatte Anfang der 50er Jahre die Vision, einen italienisch anmutenden Sportwagen zu bauen. Die Basis dafür war ein Volkswagen Käfer. Dieses Modell sollte die Verkaufszahlen im europäischen Ausland und den USA steigern. 1953 präsentierte Carman schließlich ein neues Produkt auf dem Genfer Automobilsalon, das erste Carmangia Coupé. Das Design des Coupés wurde, wie der Name vermuten lässt, in der italienischen Designschmiede Ghia von Designchef Mario Felice Buono entworfen. Erste Entwürfe des Carmangia hatten noch nicht die späteren Nasenlöcher an der Front. Um die breitere Karosserie auf den Käferrahmen anzupassen, musste das Käferchassis jeweils um etwa 8 cm auf jeder Seite verbreitert werden. Man verzichtete auf die Trittbretter und nutzte den gewonnenen Platz. Eine breite, flache und weich proportionierte Karosserie war das Ergebnis. Das Carmangia Cabriolet debütierte 1957 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Auch das Cabriolet wurde in Turin bei Ghia gezeichnet. Schon bald hatten die schicken Carmangias den Spitznamen Sekretärinnen Sportwagen oder Hausfrauen-Porsche weg. Grund dafür war der, im Vergleich zu anderen Sportwagen derselben Klasse, günstige Preis von 7.500 D-Mark für das Coupé und 8.250 D-Mark für das Cabriolet. Der Volkswagen Käfer kostete zur gleichen Zeit rund 4.500 D-Mark. Unter der sportlichen Karosserie verbirgt sich reine Volkswagen-Technik des Käfers. Ein Vierzylinder-Boxermotor im Heck, Zentralrohrrahmen, hintere Radaufhängung an Querrohren und Federstäben. Die strömungsbegünstigte Karosserie und das geringe Gewicht von 870 kg bringen den sportlichen Wagen, je nach Motorisierung, auf eine achtbare Höchstgeschwindigkeit von fast 138 km pro Stunde. Bei dem hier gezeigten Exemplar handelt es sich um das letzte vom Produktionsband gelaufene Modell aus dem Jahr 1974. Ausgestattet ist der Wagen mit einem 1,6 Liter 50 PS Motor. Während der gesamten Produktionszeit kam es immer wieder zu kleinen Veränderungen an der Motorisierung und der Ausstattung. Die eigentliche Form der Karosserie wurde aber kaum verändert.